Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Erfolgsvideo von Ecclesion. Heute machen wir den Münzensammler im Hochland. Und zwar natürlich im Hochland der Trockenkuppe. Damit wir die erste Münze finden, dürfen wir in Wohlstand statt nach unten in den Keller von Scarlet. Denn die hatte hier ein Geheimversteck. Wobei Versteck wäre eigentlich schon ausreichend als Beschreibung und nicht unbedingt Geheimversteck. Und hier links in der Ecke müsste das ungefähr sein. Ja, genau, da sehen wir verlorene Münze und das ist die erste. Denn wir können die recht leicht sehen. Wieder hier ein Tipp von mir. Benutzt die linke Steuerungstaste, wenn ihr die gedrückt haltet. Dann seht ihr Objekte, mit denen ihr interagieren könnt. Aber wir machen uns weiter auf den Weg. Und zwar verlassen wir den Tunnel und gehen zu dieser Wegmarke mit dem Namen Erneuerungszuflucht. Und direkt hier bei diesen drei Forschern haben wir wieder die nächste Münze. Ihr seht außerdem auch noch die Ausgangspunkte beschrieben in der schwarzen Box unten links, wo normalerweise die Chatbox wäre. Nur ich habe die halt ausgeblendet, weil, seien wir ehrlich, wir brauchen bei Erfolgen nicht wirklich eine Chatbox, sondern eher eine Infobox und diese wird euch hier geboten. Mit dem Kristall sind wir hier noch umgesprungen und ja, es war ein bisschen knapp. Man kann teilweise auch auf die Steinchen dann klettern, man braucht diesen Kristallbuff nicht, um bis ganz nach oben zu kommen, aber man sollte ihn trotzdem ausnutzen, wenn man ihn schon zur Verfügung hat. Von Nummer 3 bewegen wir uns auch direkt nach Nummer 4, da dürfen wir dann ein bisschen runterspringen von dieser erhöhten Position. Was auch noch interessant ist, ist, dass es natürlich wieder Münzen gibt, die von unten erreichbar sind und andere, die halt eher weit oben sind. Es gibt mehrere Wege, an die Münzen zu kommen, aber das ist mein Versuch, also das Video, um einen einigermaßen flüssigen, reibungslosen Lauf fürs Münzensammeln euch zu bieten, wobei wir auch versuchen, so wenig wie möglich uns zu teleportieren. Auch wenn hier manchmal steht, ihr solltet zu einer Wegmarke, kann es trotzdem heißen, ihr solltet euch einfach nur hinbewegen und nicht unbedingt teleportieren. Diese Münze Nummer 5 kann man sehr oft sehr leicht übersehen. Man sieht sie von Weitem, aber wenn man dann näher ranläuft, kann es sein, dass man sie übersieht. Aber wir haben es halt nicht gemacht. Außerdem noch als Anmerkung, ihr solltet das mittlerweile aber trotzdem wissen, wenn ihr mehrere Erfolgsvideos von mir gesehen habt. Ihr könnt die schwarze Box anklicken, um auf meine Seite zu kommen, wo es einen Guide gibt. In schriftlicher Form mit allen Videos. Hier haben wir eine versteckte Truhe gefunden. Was ich noch anzumerken habe, um diese Truhe zu erreichen, müsst ihr extrem schnell sein. Ihr solltet einen Speedbuff mitnehmen, um von der Wegmarke mit dem Sprungkristall hierher springen zu können. Übt das ein bisschen und nach ein paar Malen solltet ihr es drauf haben. Um hier dann hochzukommen, könnt ihr auch den Baum ein bisschen ausnutzen, falls ihr es nicht beim ersten Mal geschafft habt, von der Truhe hierher zu springen. Und der Rest sollte eigentlich easy peasy sein. Wie gesagt, also Ecclesion.net hat alle möglichen Guides und Erfolgszusammenstellungen für Guild Wars 2 und teilweise auch Wildstar. Das heißt, ihr könnt die Seite einfach besuchen und euch da mal einlesen. Wobei der Fokus trotzdem eher auf Videos ist. Das heißt, ich versuche da einfach alles zusammenzutragen. Für Nummer 7 machen wir uns auf den Weg zum Raptorenstreifzug. Und zwar habe ich hier beim Süden angefangen, wo wir wirklich reinkommen in das Gebiet, damit ihr wisst, wie man am einfachsten dahin hüpfen kann. Und zwar gibt es hier dann weiter nordöstlich diesen Sprungkristall wieder oder Luftkristall, mit dem man dann hinspringen kann. Das Interessante dabei ist, dass eigentlich auch ein Lama hier in der Nähe ist. Und zwar über der Position von dieser Münze, könnte man eigentlich sagen, also links oben von hier. Ob ihr den Erfolg da machen wollt oder nicht, bleibt ganz euch überlassen. Wenn ihr ein Video dazu sehen wollt, besucht einfach meinen Kanal oder nochmals, wie gesagt, ecclesion.net. Diese Münze ist auch ein bisschen mehr tricky, weil man glaubt, man kann anders rankommen, aber in Wirklichkeit kommt man nicht so leicht daran, außer man geht halt gegenüber vom eigentlichen Fundort und springt halt diese Gesteinsformation hoch mit den ganzen Kristallen, die es auf dem Weg gibt. Versucht einfach dem Video zu folgen.
Ihr habt außerdem, wenn ihr bis jetzt reingehört habt, aber die Beschreibung noch nicht gesehen habt vom Video, könnt ihr auch jederzeit, wenn ihr zum Beispiel meine Karte benutzt auf meinem Blog, könnt ihr einfach das Video nebenbei offen haben. Und wenn ihr dann nicht weiter wisst, könnt ihr einfach in der Beschreibung den Timer anklicken, in der Beschreibung, um dann zu der Stelle oder zu, besser gesagt, der Münze zu springen, die ihr sehen wollt oder die ihr holen wollt. Hier, wenn man Pech hat, kann man auch runterfallen, wenn der Blitzkristall nicht ordentlich funktioniert. Der ist teilweise leider auch immer wieder buggy. Also, falls ihr runterfallen solltet und sterben solltet, dann einfach von der Wegmarke komplett wieder dorthin laufen und die Formation hochklettern. Hier Nummer 9 ist eigentlich nicht ganz so schwer, wobei ihr ein bisschen Glück haben müsst mit dem Hochspringen. Vielleicht hier und da mal einen Schritt zurückgehen, damit ihr hochkommen könnt, denn wir brauchen diesen Kristall, damit wir noch weiter nach oben kommen. Und dann eigentlich nicht nach rechts, sondern nach links, das heißt nach Westen. Wir werden hier oben einige Münzen finden. Wenn ich mich recht erinnere, sind das so 5 bis 6 Stück vielleicht. Und außerdem auch noch ein Skillpunkt, falls ihr den euch noch nicht geholt habt. Alles hier auf dem Weg. Wie immer, nochmals, die Steuerungstaste einfach gedrückt halten, wenn ihr in der Nähe von dem Punkt seid, vor allem wenn ihr meine Karte verwendet, damit ihr die Münzen auch seht, wo sie genau sind, denn man sieht sie kaum. Vor allem, wenn auch wieder, wie hier in dem Video, ein Sandsturm anfängt, über dieses ganze Hochland zu wehen, dann ist es wirklich ätzend. Hier und da dürft ihr auch mal nach unten springen, manchmal nach oben springen, manchmal zu Kristallen springen. Wenn ihr einen Sprung versaut, dann stirbt ihr meistens oder ihr dürft von vorne wieder anfangen. Wenn ihr hier das versauen würdet, dann müsst ihr höchstwahrscheinlich bei Nummer 9 dann wieder anfangen und hochklettern. Oder 10, je nachdem. Also, ich glaube, es war 9. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, ich habe die Karte momentan nicht vor mir. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr habt ja alles bei euch, ihr habt die Karte, ihr habt die Videobeschreibung, von daher, ihr solltet gut zurechtkommen. Außerdem habt ihr auch hoffentlich 2 gesunde Augen und könnt sehen, was im Video passiert. Hier ist es auch sehr interessant gestaltet. Diese Münze ist eigentlich hinter uns, hinter dem Kristall, den wir benutzen wollen, für diese Strecke. Deswegen muss ich mich auch wieder umdrehen. Und sobald wir diese geholt haben, können wir wieder den Kristall einsammeln. Der müsste dann nach den 10 Sekunden wieder respawnen. Und dann können wir hier hoch springen. Wir sind jetzt auch genau bei dem Punkt, den ich vorhin gemeint habe, bei dem Wasserfall, wo es einen Skillpunkt gibt. Aber hier müsst ihr vorsichtig sein und runterhüpfen, aber nicht zu weit nach unten. Erstens, ihr wollt nicht sterben und zweitens, ihr wollt die Münze holen und hier gibt es auch gleich den Skillpunkt, wenn ihr den haben wollt. Wenn nicht, dann springt einfach bis ganz nach unten und reist weiter. Dieser Münzensammelpunkt, der ist nicht ganz so toll. Das Tolle bei ihm ist, hier gibt es wahrscheinlich auch mehrere Varianten, wie man dort hochkommt und dort reinkommt. Nur ich finde ihn ein bisschen, ja, weit auseinander im Vergleich zu anderen Münzsammelorten. Also er unterbricht den Fluss quasi. Und ich bin nicht wirklich so ein Fan von solchen Sachen. Also wenn ich dann eine Schnitzeljagd mache, ein Video zumindest zu einer Schnitzeljagd, dann liebe ich es, wenn es wirklich fließt, wenn Fundort nach Fundort nach Fundort, wenn das wirklich so eine schöne Route ist und alles gut funktioniert. Aber hier hochzukommen ist meistens auch kein Problem. Falls ihr einen Sprung versaut, falls der Buff ausläuft, dann geht einfach zum vorigen Kristall oder zum ersten Kristall ganz nach unten und versucht es nochmal. Die Gegner hier, die sind auch nicht besonders stark. Das heißt, ihr könnt die meistens ignorieren, aber wenn ihr wollt, könnt ihr sie auch töten. Hier bei der Oase haben wir auch 2 nette Münzsammelorte. Und zwar einen, der ein bisschen weiter oben ist. Wobei ich ihn trotzdem als unten zähle, glaube ich, auf meiner Karte. Denn man kommt ohne großartige Hilfsmittel hier ran. Man kann auf das kleine Zelt oder auf die Plane dort hochjumpen. Und dann für die nächste müssen wir einfach hier ins Wasser und diese verlorene Münze aufsammeln. Also eigentlich ganz easy, sehr schön. Wir können uns auch ein bisschen abkühlen von dem ganzen Sand und von der ganzen Hitze. Und Nummer 18 finden wir dann in Azars Garten.
Und zwar im Nordwesten, könnte man eigentlich sagen. Denn hier in diesem Busch haben wir mal einen Sprungkristall. Und dann dürfen wir nicht sofort hoch, denn es gibt Felsen, die uns von oben blocken. Sondern wir müssen nach links, also hierher, also im Westen. Und sofort finden wir auch eine Münze. Und von hier oben können wir direkt auch schon zur nächsten, die dann unter dieser schönen Rankenbrücke ist. Wobei die Rankenbrücke, die ist nur da, wenn das Vorevent vorher abgeschlossen wurde und gemacht wurde. Oder besser gesagt, wenn der Sandsturm, glaube ich, auch vorbei ist. Also es gibt einige Kriterien. Ich meine, wenn ihr einmal drüben wartet, dann könnt ihr euch direkt auch teleportieren hier zur Wegmarke Rankenbrücke. Wenn nicht, dann einfach das Event machen und dann die Brücke hochlaufen. Hier haben wir dann Münze 20 und Münze 2, nein 21, 22 ist dann weiter drüben. 21 ist dann eigentlich auch wieder von der Wegmarke Rankenbrücke zu erreichen. Aber diesmal ein bisschen weiter oben. Wir dürfen dann auch wieder runterspringen, also auch wieder aufpassen, wo ihr hinspringt, wenn eure Klasse eine Fähigkeit hat oder ein Talent, das Fallschaden reduzieren sollte, dann könnt ihr das natürlich einpacken, weil ich habe das zum Beispiel gemacht, damit man sicher ist, damit man einfach mehr HP hat, wenn man unten ankommt, falls auch Gegner in der Nähe sind. Und dann kann man einfach diese Münze wieder aufsammeln. Von hier entweder dann wieder zu Fuß über die Rankenbrücke oder direkt zur Wegmarke Rankenbrücke teleportieren und dann nach Osten zum Zentaurenlager laufen, wo wir dann auch Nummer 22 finden können. Und zwar hier hinten in der Nähe von diesen armen, angeschlagenen Sephiriten. Für 23 dürfen wir dann von diesem Sephiriten und von den Zentauren in diesem Lager einfach wieder weiter nach Osten laufen und zwar ein bisschen auch rumklettern hier an der Seite, aber rein theoretisch müsste man das auch nicht machen. Denn ihr seht, der Sand, der geht dann auch ein bisschen weiter nach oben und höher. Und hier in dieser Ecke ist auch die Münze versteckt. So ein kleines Ding. Ja. Die sind ja auch so dunkelgold. Von daher können sie auch sehr gut sich einmischen und verstecken in Sand und dem braunen Gestein. Nummer 24 ganz easy zu finden, aber auch wiederum so eine kleine Ecke. Müsst ihr halt gucken. Und für 25 habe ich da noch wichtige Informationen. Und zwar von 25 aus machen wir uns auf den Weg zu 26 und 27. Nur, ihr habt vorhin gesehen, wie wir 25 geholt haben, dass diese ganzen Kristalle nicht da waren und die ganzen Gegner auch nicht da waren. Diese kommen erst bei einem Event, das entweder 5, 20 oder 35 Minuten nach einer vollen Stunde, also zum Beispiel 18:05, 18:20, 18:35, herkommen. Und wenn die da sind, gibt es diese Kristalle. Wenn die nicht da sind, dann gibt es die nicht. Aber ihr könnt 26 mit diesem kleinen Trick, den ich euch jetzt gezeigt habe, auch holen, ohne diese ganzen Asura-Inquisitur-Typen und den Golems und was auch immer hier rumkreucht und fleucht. Also ihr könnt das auch ohne machen, wenn ihr ein bisschen Geduld habt, wenn ihr es schafft, den Sprung zu machen. Aber Nummer 27 könnt ihr nicht damit machen. Denn, ihr habt gesehen, die Brücke hat sich dann aufgebaut, wie hier einige Gegner besiegt wurden, wie das Event eigentlich am Starten war. Ohne das Event gibt es diese Brücke nicht. Denn das Event, das will ja auch, dass ihr einen Champion tötet, oben auf dieser Felsformation. Und ohne den gibt es auch diese Brücke nicht. Und im Endeffekt müssen wir eigentlich ihn nicht wirklich besiegen. Er muss einfach nur da sein, damit wir dann hier herspringen können und uns von hier oben dann runterfallen lassen können, um Nummer 27 aufzuheben. Also, wie gesagt, 5, 20 und 35 Minuten nach einer vollen Stunde sollte das Event da sein und ihr könnt die zwei Münzen locker flockig einsammeln. Für die letzten drei Münzen braucht ihr eigentlich überhaupt kein Event, die könnt ihr jederzeit einsammeln, wann ihr wollt. Für 28 müsst ihr einfach hier nach oben über den Klippenfelspalast springen und das Ding einfach in eure Tasche stecken. Ganz simpel eigentlich, ihr habt halt, also müsst nur den Sprung nachmachen, den ich gemacht habe. Denn weiter nach links springen könnt ihr eigentlich nicht, das funktioniert nicht so ganz. 29, einfach hier sich fallen lassen und aufsammeln. Ich versuche hier ein bisschen besser euch eine Münze zu zeigen, wie die aussieht. Aber sie sind so schnell eingesteckt, ihr könnt das Video anhalten, um euch das genauer anzusehen. Von 29 holen wir uns auch die finale Münze, da müssen wir uns fallen lassen, wobei ihr müsst aufpassen, wie ihr euch fallen lässt. Am besten
hier nach unten, nicht zu lange Sprünge auf einmal unternehmen oder zu weite, denn sonst kriegt er viel zu viel Schaden. Und dann hier runter. Es kann sein, dass hier sehr viele Türme und sehr viele Gegner sind. Von daher versucht sehr schnell diese Münze einzusacken und dann sollte alles in Ordnung gehen. Wenn dieser Videoguide euch hilfreich war, dann lasst doch ein Like da und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder in Guild Wars 2.